So Leute, es ist Montag, es ist 15.01 Uhr, wir haben den 26. November und ja, was soll ich sagen, ich habe heute früh mal auf die Schnelle ein Video gemacht, nur damit ihr ein bisschen informiert seid, was heute so passieren könnte oder wird, was den DAX betrifft. Und da lag ich ja wieder nicht so schlecht, ja. Wir waren dann schlussendlich bei diesen 11.330 bzw. 11.350, war sogar 52, 53, irgendwo in dem Dreh rum, nagelt mich nicht auf den Punkt fest, ist der DAX ja schon mal hochgelaufen. Und das heißt, wir haben dann quasi die Marke geküsst. Ja? Also wir waren schon dran, haben diese 11.330, 350, diese Marke schon mal kurz berührt, damit wir sehen, wo wir hinkommen. Ja? Denn das heißt, ich würde da auch noch nicht short gehen, oder, weil der Weg nach unten jetzt dadurch, dass wir ein paar Informationen bekommen haben übers Wochenende, dass die Anleger doch auch ein bisschen Hoffnung geschöpft haben. Und ihr kennt ja vielleicht dieses Sprichwort von der Jan oder diese Saga der Jahresendrallye. Das kann man ruhig so nehmen, denn die Wahrscheinlichkeit ist immer hoch, dass Ende des Jahres der Kurs oder der Index steigt, weil viel Geld noch in den Markt gepumpt wird, weil viele haben schon was rausgenommen. Ja? Jetzt denken die sich, okay, bevor ich die Rallye verpasse, könnte das doch so eine Art Doppelboden gewesen sein, was die letzte Formation so circa angedeutet hat. Der Doppelboden würde sich erst bestätigen, wenn wir über die 11.670 oder so gehen würden. Irgendwo so in den Drehraum. Da würde sich erst als Doppelboden herausstellen. Ja? Vorher war es einfach eine Widerstandszone, die nicht gebrochen wurde. Ja? Das heißt, wir können uns oder sollten uns dann momentan nicht auf Short festlegen. Ja? Börse ist immer viel Psychologie. Ja? Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt und das trifft wieder zu. Ja? Psychologie insofern, dass keiner was verpassen möchte. Ja? Der Index ist stark gefallen, fast 20% runter und die ganze Stimmung war jetzt schlecht. Jetzt kommt ein kleiner Strohhalm, den will man sich packen, ja? Und man will nichts verpassen. Ja? Denn wenn der Markt dann nach oben dreht, will man ja dabei sein. Ja? Und das kann natürlich viele Käufer auf einmal dann anbringen, ja, wenn der Index fängt an zu steigen, ja, die ersten glauben dann vielleicht, oh ja, das ist doch so ein kleiner Wink, ja, ich will rein, ich will nichts verpassen, ich steige jetzt mit ein, ja, und kaufe die ersten Aktien. Das ist Psychologie und wenn dieses dann folgt und es werden gewisse Widerstände gebrochen, was durchaus jetzt wieder passieren kann, dann sind wir in einem kurzen Momentum, in einem aufwärtigen Trend, ja. Mein Trend ist jetzt schwierig zu sagen, weil der Trend ist immer noch abwärts. Ja, der Trend ist eindeutig abwärts. Wir haben so viele höhere, tiefere Tiefs und tiefere Hochs, dass das eindeutig seit ein paar Monaten in einem Abwärtstrend ist. Aber das kurze Momentum, wenn ihr euch dann den Chart auf einem kurzzeitigen Fenster anschaut, dann kann es natürlich durchaus sein, dass wir einen Peak nach oben bekommen und dieses Peak will dann jeder nutzen, um nichts zu verpassen, geht wieder along, holt sich ein paar Aktien, der Index treibt nach oben und so können wir dann auf die Schnelle mal auf Werte kommen, die vielleicht, wenn das nicht Ende des Jahres wäre, nicht gekommen wären. Ja? Das heißt, wir sollten diese Endjahresrallye nicht ganz außer Augen lassen. Ja? Das ist so eine Saga, ja? So eine Legende, aber es trifft tatsächlich zu, rein statistisch, dass Ende des Jahres die Kurse eher nach oben gehen, als dass sie stagnieren oder fallen. Ja? Und dadurch, dass da jetzt vor 3 Monaten schon das Fallen angefangen hat und wir so weit weg sind vom Allzeithoch, da ist doch so viel Platz und so schlimm ist es doch gar nicht. Ja, ihr kennt ja schon das, ne? Dann fangen dann bei den ersten größeren Käufen, fangen schon an, die Kurse zu steigen. Und ja, wie gesagt, dann kann es eins nach dem anderen folgt und wir sind dann in so einer Art Endjahresrallye. Okay, und wenn wir dann die 12.100 haben, können wir wieder runter. Ja. Also, es ist jetzt so bloß die Kurzfassung von dem, was ich versucht habe zu vermitteln. Vor allem heute früh musste es relativ schnell gehen. Das war kurz vor 8, halb 8 rum habe ich das kurz noch gemacht. Denn ich habe am Wochenende keine Zeit gehabt und es ist tatsächlich schön gekommen. Wir haben
ist gesehen, wir haben eröffnet bei 11.250 Punkten und sind dann auf die Schnelle auf die 11.330, die ich auch erwähnt habe, 330, 350 sind wir auch schnell hochgekommen. Ja, also das heißt, ich würde so sagen, der DAX, ja, oh, jetzt wird es in einer halben Stunde, macht ja der Dow Jones schon auf. Ich denke jetzt mal, Vorfeld, ohne dass ich jetzt was sozusagen voraussagen kann oder mir sicher sein kann, aber ich glaube, jetzt wird es einfach so sein, dass der DAX irgendwo, wenn es normal läuft, wird er so bei 11.330 schließen. Und dann hat er morgen nur einen kleinen Huster und er ist gleich über diese 11.350. Ja? Und 370, 80, 90, 400. Und dann nimmt er ein bisschen Anlauf, hat er mehr Platz. Ja? Jetzt ist er heute Vormittag schon mit 1, noch was Prozent im Plus. Dann ist es natürlich immer wegen schwieriger. Wenn du dann nur einen kleinen Anlauf brauchst, bist du gleich drüber über diese Hürde, dann hast du noch Luft nach oben, dann wird gepusht, dann können wir schnell vielleicht die 11.5 erreichen. Ja? Das heißt, wenn es so sein sollte, ja, würde ich dann eher, was ich heute früh schon geschrieben habe, auf die Long-Seite kurzfristig gehen. Denn es sind nach oben dann Plätze bzw. Luft frei, wenn die 11.3 fällt, 11.350, dass du sagen kannst, ja, wir haben diesen Widerstand gebrochen, wir haben nach unten eine gute Unterstützung dadurch, denn das wird dann automatisch zur Unterstützung, dann hast du eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Flow dann. Du kannst dann, die Anleger merken das, die wissen, okay, wir haben diese Hürde geschafft, komm, lass uns was investieren. Und so wird sich das verhalten, ja, das ist auch viel Psychologie und so wird es auch gehen. Das heißt, wenn ihr long statt short, also ich will es immer so sagen, wir sind in einem Abwärtstrend, auf die Zeit gesehen, auf die letzten paar Monate, aber aufs kurze Momentum sind wir in eine Aufwärtsbewegung, auch wenn es nur eine kurzfristige ist. Ja, wir sind jetzt ohne Ende Widerstände. Ja. Aber bis 11.5 könnte es durchaus gehen, 11.430, wir sind ja sehr nah dran, die könnte es relativ leicht durchbrechen. Wir könnten sogar morgen, wenn der bei 11.330, 3.50 schließt, könnten wir, wenn nachts nichts passiert, vielleicht sogar gute Wendungen kommen, könnten wir mit dem Gap öffnen, ja, nach oben positiv, irgendwo bei 11.450 und es könnte schon auf die 11.5 gehen. Und dann ist ja relativ kleine Widerstände bis 11.7 oder 11.6, 80, 70, sowas. Ja. Das heißt, wir haben schon dann nach oben ein bisschen wieder Luft. Ja. Und es ist wirklich so, wenn ihr mal schaut, euch die letzten paar Wochen Resümee schaut euch den Chart an. Wir haben hier immer schnell ging es nach unten und dann hat es immer ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich nach oben, also immer so stückchenweise, seitlich, leicht nach oben, seitlich, etwas nach oben, Stückchen nach oben und dann wieder bam. Ja? Das war so diese Folge von den letzten Wochen, wo du sagen kannst, Mensch, du hast dich darauf vorbereiten können. Ja, so ähnlich ist es auch und sowas erwarte ich jetzt auch die nächsten Tage, ja, die Woche und vielleicht die nächsten Tage, dass wir so eine Art aufsteigendes, einfach positive, also positive im Sinne von Long, ja, also nach oben gehende Kurse haben und Indexverlauf auch, was natürlich die Hoffnung an mich weitergibt, dass der Weg nach unten umso höher wird. Ja, denn wenn wir das Jahr abschließen, ja, ich habe es ja schon in ein paar Videos gesagt, schaut nur mal zurück auf das Jahr 2015, war es 2015, 16, hatten wir das höchste Hoch, ja, des Jahres am letzten Handelstag im Dezember, um dann Januar, Februar, Anfang März über 20% zu fallen, also auf 8.700 Punkte oder so ist der Index dann gefallen, von 10.800 und noch was. Also das könnte ich mir für dieses Jahr auch vorstellen und es ist gar nicht so abwegig, denn es sind ja viele schon vorher, die haben ihre Positionen klar gemacht, ja? Die sehen, der Verlauf ist jetzt richtig, denn wenn du schon weit vor dem Markt raus bist und du gehst jetzt schon rein in der Hoffnung, dass es nach oben geht, hast du natürlich viel Platz nach oben. Bist du bei 12.5 raus und bist jetzt bei 11.3, 11.4, dann hast du natürlich ein großes Pensum nach oben. Du hast verkauft zu einem höheren Wert, kannst du zu demselben Geld mehr kaufen und hast diesen Wert, der dann auf deinen Nullpunkt kommt, wo du verkauft hast, hast du schon wieder 10% Gewinn gemacht. Also, wisst ihr, was ich meine? Das werden viele sich so auch ausrechnen. Und werden viele daran
denken und werden es versuchen. Und ich glaube auch, dass das den Index dann auch insofern pusht, dass wir diese Notierungen bekommen und erst später der Fall dann wieder kommt auf diese besagten, ne? Weil die Lage ist ja trotzdem nicht so gut, ja, und was heißt nicht so gut, eher schlecht, ja. Und deswegen würde ich da jetzt halt eher long statt short gehen, die nächste Woche oder beziehungsweise die Woche und dann schauen, wie weit sich das zieht, ja. Denn 11.350 ist jetzt nicht weit weg. Es kann natürlich so sein, dass auf einmal die Käufer sagen, nee, das ist mir zu heiß und er geht prallt von 11.350 ab und geht Richtung der 11.000 bzw. 10.800. Kann natürlich auch passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt momentan, dass es etwas nach oben geht. Haben wir wieder viel geredet. Leute, ich wünsche euch was und ich hoffe, ihr habt heute früh das noch gelesen, noch gesehen, das Video kurz reingestreut. Und das wird, dass ich euch jetzt begleite in die Woche, wie wir die Kurse weiter sich verhalten können, wie es wahrscheinlich auch wird, damit wir hier nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Macht's gut. Ciao.